Ich will mein Raumschiff. So. TV Paula. Oh, das TV ist... Terror. Jetzt müsst ihr schon gehen. Ja. Oh, ich habe nur noch 34 Gewehrpatronen. Muss mal aufmunitionieren, sehe ich gerade. Das ist dein privates Raumschiff. Ja, mein privates Raumschiff ist auch bald fertig. Deswegen wird das jetzt rosa. So wie alle anderen, hallo. Wie sieht das eigentlich aus? Können wir nicht da noch einen Raketenwerfer dran machen an so ein Raumschiff? Theoretisch schon, wenn du es da leid. Also brauchst du einen, was eben für dieses kleine Raumschiff gebaut ist. Ne? Die Raketenwerfer passen ja nicht überall auf. Ne? Kannst du ja da so einen großen oder ein kleines Raumschiff geben. Das geht nicht. Ne? Das muss auch schon mit diesen farbigen Punkten oben so das auch dran. Dirk spielt Counter-Strike. Ganz schlimm. Was? Ja, Dirk spielt Counter-Strike. Ja, losen halt. Wie Dirk spielt Counter-Strike? Wieso spielt Dirk Counter-Strike? Weil er es kann. Genau, weil er es kann. So, ich habe mal einen Raketenwerfer dran gemacht an den Gleiter. Jetzt müsst ihr hey, mal jetzt habe ich wieder Lichter. Jetzt müsst ihr mal gucken kommen, ob das gut so ist. Bitte. Na, wieso ist jetzt wieder das Lichter? Was weiß ich? Alter, was ist denn jetzt wieder anders? Was weiß ich? Also ich finde das gut so. Ich finde, das sollte man lassen. Mit dem Raketenwerfer. Okay. Ah. Werde Ohre. Machen wir das. Pflanzenwasser. Pflanzenwasser braucht man nicht, oder? Nein. Wohl. Ah, gefällt mir noch nicht so richtig. Ich glaube, wir machen das eher anders. Eher so. Oh, das bleibt nicht dran hängen. Aha. Naja, vielleicht sind wir, oder? Achso, ne, vielleicht wahrscheinlich alles draußen. Ups. Ich habe mit deiner Hornet einen Fehler gemacht. Mit welcher? Ich habe das Cockpit abgebaut. Was hast du jetzt? Jetzt hat sie auch kein Cockpit mehr. Aber dafür habe ich jetzt rausgefunden, wie man das Cockpit baut. Naja, etwas. Und zwar kannst du, genauso wie alles andere, gibt es auch bei den Cockpits über die Rechtaste Varianten. Und da gibt es das offene Cockpit 2 auch. Ja, genau. Also von daher hätten wir uns den ganzen Hand hier sparen können. Aber so hat wenigstens jeder gleich ein eigenes Raumschiff. Wieso? Ich habe eine Minigun drauf. Du hast zwei sogar drauf. Oh. Aber die Munition musst du halt reintun, gell? Alea, kommst du mal, Max, sein Raumschiff lackieren? Das muss neu lackiert werden, gerade durch mein Versehen. Wo bist du, Ronny? Ich bin hier bei deinem Raumschiff. Ich hab's mal ein bisschen abgegradet. Alter! Bist du ein Narrisch? Was denn? Das besteht ja nur aus Waffen. Was stört was? Was? Ist da was verkehrt dran? Ich glaube, das kann nicht fliegen. Ob das überhaupt fliegen kann. Kann das fliegen? Warte. Ich glaube nicht, dass die funktionieren, ehrlich gesagt. Leerdaste. Ja, schon klar, aber wie ging das nochmal an? P, glaube ich. Es kann! Ja. Was ist denn das für Waffen? Raketenwerfer. Und was für Raketen braucht es? Was weiß ich? Raketen eben? Keine Ahnung. Ich kenne das Spiel doch überhaupt nicht. Raketen eben. Ja, das war halt nicht schlecht zu wissen, welche Raketen ich da brauche.
Findest du? Ich glaube, die Zirax erschrecken sich so schon. Ich habe mir übrigens gedacht, also, dass das noch besser ausschaut. Ich bin gerade jetzt beim Schauen, was das für Rakete, was das für. Du musst ja wissen, welche Waffen du da eingebaut hast. Ich hab dir noch ein Sichtfeld offen gelassen, das ist doch okay, oder? Irgendwie ist das ein wenig zu viel. Ja, ist auf jeden Fall sexy and you know it, weißt du so. Sexy and you know it. Ah, ja. Ich kann mich gerade nicht mehr einhalten hier. Wie kann man das feststellen, was das für ein Teil ist, bitte? Ja, also, ich denke mal, warte mal, ich gehe mal zu einem Konstruktor. Ja, aber es gibt ja verschiedene. Na gut, die Beine haben noch Rakete. Ich mache jetzt den ganzen Boden so. Ja. Der kann das doch nicht sein. Also es gibt ja Raketenwerfergeschoss. Ja genau, das tue jetzt einfach. Sie suchen ein Raketenwerfergeschoss. Also ich denke, das ist dasselbe. Guck mal, Max, ich mache jetzt den ganzen Boden so, ja? Nee, ich bin's du. Bist du Nachricht? Ja, Wahnsinn. Also ich denke, was sagst du dazu? Ist total super. Ich habe es zwar nicht gesehen, aber total super. Ah, lass uns auf, das waren jetzt 30 mm Kugeln. Wieso 30 mm Kugeln? Ich glaube, das ist auch etwas übertrieben. Den nehmen wir mal wieder weg. Doch, jetzt sieht er doch gar nichts mehr, wenn er fliegt. Doch, kann man. Nein, kann man nicht. Warum knallst du eigentlich mit deinem Kopf immer zuerst an der Decke, bevor du landest? Weil ich so hochfliege. Naja, mit diesem überraschenden Ergebnis, wie man ein Raumschiff aufrüsten kann, bedanke ich mich bei den Zuschauern fürs Zusehen. Aber Twitcher, wie immer, bleibt dran. Ne? Es geht natürlich weiter. Bis dann. Dann tschüss. Halt ja, der scheint keinen großen Tank zu haben. Deswegen habe ich schon Kinderreserve nicht. Ja, ich habe keine Reserve. Warum? Ich hab ja Benzin produziert. Dem Konstruktor im großen Raum, im ersten Konstruktor. Ja, hallo und willkommen zurück heute zur nächsten Folge von Empyrean. Hi. Wir sind, oder ich bin alleine auf der Planetenoberfläche unterwegs, weil ich habe mein Raumschiff noch nicht. Ich habe aber eins in Auftrag gegeben für diejenigen, die es letztes Mal vielleicht nicht mitbekommen haben. Das heißt also, bald bin ich dann auch beflügelt und kann dann mit meinen Kollegen da so ein bisschen mitreisen. Aber ich muss sowas dauern. Warten. Ich hab auch mal sehr erwartet, oder? Boah, der Wind ist so laut. Ich muss den Lautstärke nochmal runtersetzen. Okay. Man hört ja fast gar nichts mehr vor lauter Wind. Aber ich habe ja ein Motorrad. Kannst du mal eine Leuchtrakete abschießen? Wie geht das? Ich war nicht, okay. Du bist fast da. So, jetzt runtergehen. Bist du uns schon, Ronny? Genau, runtergehen jetzt. Jetzt bist du schon wieder vorbei. Einfach nein, ich sehe euch nicht. Wir müssten theoretisch über dir sein. Nein, ihr seid weit, weit weg. In einem Land weit, weit weg seid ihr. Vorbei. Aber du musst, du siehst mich doch auf dem Radar oben. Ja, im Radar schon, aber nicht im Ding. Im Ding nicht, Dunkel, fahr doch in Richtung dunkelgrünen Pfalz. Einmal komplett andere Richtung. Da kommt jetzt her, ja. Da kommt jetzt her. Oder lande, weil Papa jetzt eh herkommt.
Ich bin 200 Meter vom Brückenradar weg. Ja, landen. Ja, ich kann nicht am Baum landen. So nicht. Weil das gesagt hat, das geht nicht. Oder? Ah, ich höre was. Bist du das? Mhm. Ja, dann. Komm rein. In die Stube. Komm rein, bring Glück hinein. Oder so ähnlich. Die gute Stube. Hinsetzen. Ja, ich muss erst mal das Dach zumachen. So, ganz. Ja, wir fliegen jetzt ins Feld. Ja, aber es zieht doch ziemlich sonst wie Hechtsuppe, weißt du? Es ist ja kalter Wind hier, wenn man so fliegt. Mhm. Ich sehe mal da. Also jetzt schau mal, was habe ich jetzt da gemacht? Insgesamt 1571 Prometium-Erz. Das ist super, weil damit können wir wieder Energie produzieren. Ne? Irgendwie ist es wenig, weil mir alles schlecht. Ja, du musst einfach, wenn sie die Teleportstation, die siehst du ja, da musst du ein bisschen weiter westlich halten davon. Ein bisschen weiter links. Und was ist dann? Du fliegst auf der Basis zu. Ich fliege jetzt hundertprozentig genau zur Basis. Ist ja geil, kleine Sau. Ja. Das ist wirklich ein tolles, schönes Raumschiff. Bist du der, die ganze Arbeit. Die ganze Arbeit, also ich konnte es nicht. Ja, ich meine, das ist bei Planet Coaster genauso. Da gibt es einfach Leute, die wirklich Stunden nur damit verbringen, um solche Sachen zusammenzubauen. Ne? Die spielen Wahnsinn, das Spiel ja. Nicht. Eigentlich nicht als Spiel, sondern als reiner kreativer Lego-Bausatz. Ja, aber da mit der Bettkabine, weißt du, mit der Kajüte da und die ganzen Geräte sind so perfekt einbaut, mhm. Dass jeder Millimeter genutzt worden ist, so mit eigenen Ausgang und mit den Schaltern, wo sich eh keiner auskennt bei uns. Ne? Ja, das ist schon ziemlich geil. Ja. Auf jeden Fall. Also jetzt das Raumschiff, von dem ich das ich jetzt quasi genommen habe, ne, ja. Das ist tatsächlich so, Sekunde, ich gehe mal in den Workshop nochmal rein. So. Warte, Roverwessel. Ich gucke jetzt nochmal, wie der sich nennt. Und wie ich das richtig sage. Dauert eine Sekunde, ich muss es erstmal wieder finden. Ja, ja, weißt du. So. Also der hat mehrere verschiedene Raumschifftypen. Also kreiert, sag ich mal. Wirklich? Ja, und der, die Firma, also der hat das als quasi als Firma dann deklariert, das ist Dubrovnik Dynamics. Ah, okay. Premium Shipyard. Ja, cool. Ja. Und, hat dann also wirklich inzwischen, ich gehe mal da drauf, quasi eine eigene Workshop-Seite dann auch richtig mit so einem so ein Video dann auch. Wie Dubrovnik. Das ist eigene. Dubrovnik ist ja Hafen in Istrien, glaube ich, oder in Slowenien. Mhm. Weiß nicht, ob es so oder Kroatien. Dubrovnik ist auf jeden Fall irgendwas Russisches. Nee, das ist Jugoslawisch. Jugoslawisch, oh, okay. Ja. Und er hatte also inzwischen 51 verschiedene Raumschifftypen in seinem persönlichen Workshop. Ja, für verschiedensten Art und Weisen. Hast du dich abonniert? Ja. Okay, cool. Ja, so blessing, da muss ich Input müssen. So, und das ist wirklich nicht schlecht. Ist cool. Ja. Finde ich. Naja, gut. Ihr seht es ja jetzt. In unserem Ausstellungsraum werde ich es jetzt mal hier setzen. Da ist ja leer. Ich bringe es mal in unserem
für kleine Schiffe? Also ich mache diese großen Promethium-Pellets, gell? Jo. Mhm. Was der zur Last? Es entschritten passt. Das soll jetzt 1500 erzeugen. Warum wird das nicht grün? Ich verstehe das nicht. Diese Funktion. Also wir haben dann 300. Ah, da war es noch grün. Von diesen großen haben wir dann zur Verfügung. Die schwebt, sobald es grün ist, kannst du das klicken und dann schwebt halbe Minuten, ja, dann fällt es runter. Es wird nur nirgendwo grün, ist das Problem. Ja, mach so und doch, ist wurscht. Dann ist vielleicht zu wenig Platz. Ja, ist anscheinend wirklich zu wenig Platz. Dann gehe ich wieder zurück zum Hangar. Oder Hangar, genau. Da ist ja auf jeden Fall genug Platz. Guten Tag. Genau, da ist hier noch Platz. Ein bisschen Gigamitor, das interessiert mich jetzt. Der produziert jetzt sehr heimlich. So, Achtung, seid ihr bereit dafür? Yes! Ui! Na? Das ist ja fast so schön wie das andere. Das ist ja cooles Teil, ja. Voll groß! Das hat sogar, weißt du, was das ist davon? Ein Harvester. Mhm. Mach mal auf! Einen Holzharvester. Hast du das schon gesehen? Ja, hab ich gesehen. Dann hat es einen Raketenwerfer. 2, 1, 2. Achso, das hat nur Raketenwerfer. So riesig und nur ein Einsitzer? Ist nur ein Einsitzer, ja. Nee, oder? Doch, doch. Doch. Aber es hat Platz, glaube ich, für mehr Sitze. Also da kann man auf jeden Fall rechts und links noch einen Sitz bauen, denke ich. Nee, das geht nicht, weil du musst da unten rein, oder? Nicht? Ich weiß es nicht. Man kann es ja einfach mal versuchen. Das ist ja cool. Na? Wie gesagt, der baut mehrere Raumschiffe, ne? Der hat uns eingesperrt! Wie heißt denn das Teil überhaupt? Das ist ein Ferrugini Conta Rossa. Und wie man wie man merkt an den Namen, ne, ist es ein ist es eine Nachahmung von einem Lamborghini. Ja, man sieht es, wenn man das so anschaut. Ja. Und wenn man den alten Countach kennt, ne, erkennt man auch die Form sofort. Das ist ja verrückt. Ja. Darf ich den rot färben? Ja, natürlich. Der muss rot sein. Wirklich? Ja. Aufpassen, rot ist bei der Lehr pink. Nein, rot. Nicht pink. Das ist aber dann... Ein knallroter Lamborghini. Nicht. Oder gelb. Erstmal mich freischalten, also nicht andere Fraktionen machen. Okay. Und darf ich nicht rumsprühen. So, jetzt hat jeder muss von euch mal im Steuer. Jetzt schaut sich diesen da zu. Jeder von euch so ein schönes Flugzeug, wo er so wie der popelige Hornet. Ja, da machst du nichts dran, ne? Ich steck jetzt unter dem. Ich steck unter dem Seil fest. Barmer, flieg mal bitte nach oben. Okay. Halt, ich muss das mal gucken, wie war das noch? Ah ja, ich muss erst den Strom anmachen. Der Strom ist eigentlich an. Ah ja, da ist ja kein Sprit drin, ich vergaß. Für sowas hat man ja immer Sprit bei. So. Ich bin frei! Aber dafür habe ich viel schönere Farbe als du. Ich habe nämlich das Ferrari Mattgrün. Der bewegt sich wohl sehr schnell, hä? Also, dass das ein Rennschiff quasi ist, das merkt man. Also, da muss ich die Maus schon sehr fein bewegen, wenn ich schwenke. Wirklich? Aha. Was hat das? So hat er das jetzt so komisch. Die Max-Speed darf mich interessieren. Hallo, ich will das rot haben.
Ist das Ding blöd? Ein Detektor, zwei Minigun, ein Holzvollernter. Ja, das ist irgendwie cool, ja? Ist das gerade ein bisschen behindert. Leistung, Treibstoff. Ich mach rot, was macht der? Grau. Ist ein Bodengleiter. Na, steht hier nirgendwo. Ja, muss ich mal wieder im Workshop gehen, um das zu sehen. Warte, ich mache aber erstmal das Ding hier wieder aus. Was muss denn? Welche Waffen der hat? Hm? Du meinst, welche Waffen der braucht, oder was? Nee, ich wollte die Leistung mal gucken. Also, wenn du fliegst, sagst du das dann. Sag das dir. Oh, warte. Ich gehe einfach mal in den Workshop wieder rein. Da ist er, Counter Rossa. Counter Rossa. So. Was hast du denn was? Rovo Lengths, Mass. Cargo Controller, Ammo Controller, Constructor Fridge, Armor Locker. O2 Station, Oxygen Tanks, Ventilator, Gatling Guns, Harvester Modul, Detektor, Wifi, Generator, Fuel Tank. Wi-Fi hat da, cool. Mhm. Hey, wieso lässt er sich nur grau streichen? Das steht, hat er leider nicht reingeschrieben in den Daten. Dann machen. Versuch mal gelb. Wenn ich rosa nehme, ist er dann rot oder was? Ist das Spiel gerade ein bisschen dämlich? Naja, vielleicht ist das. Hast du die Lampe eingeschalten bei dir? Ja. Probier das einmal am Tageslicht, dann schaut es vielleicht schon wieder anders aus. Mhm. Aber lass mal ein paar weiße Akzente, dass er so ein bisschen. Ja, wohin, Papa? Was willst du haben? So Streifen oder so. So einen breiten Längsstreifen in der Mitte, so weiß. Wieso habe ich das Bein gebrochen? Weil ich runtergekommen bist. Oh, anscheinend. Komm, gucken. Ja, ich esse gerade was. So? Ja, noch ein bisschen. Eins mehr nach rechts, genau. Jetzt ist er schön in der Mitte. Ja, also ist geil. Heute nix. Und dann ist rechts und links davon immer rot. Ja, das so ist es ein Original, sag ich mal. Ein Original Counter Rossa. Das wird nochmal lang. Und wahrscheinlich keine Genehmigung gekriegt für Testa Rossa. So, was frisst er denn für Munition? Ah, auf 15 mm. Gut, dass ich davon 10.000 produziert habe. Ja, der braucht wahrscheinlich dann 20 Liter auf 100 Kilometer. Mit höchster Wahrscheinlichkeit, ja. Wirtschaftlich wird er nicht sein. Aber ehrlich, so ein Raumschiff, das fliegt man auch nicht wegen der Wirtschaftlichkeit. Das ist richtig. Guck, ja. Ich habe gerade auch so gesehen, das Tor dahinter getroffen, das ist jetzt pink und nicht rot. Aber wenn ich da drauf pink schmal, ist das rot. Also irgendwie. Sehr merkwürdig, da hast du recht. Ja, wenn ich das aufmache, habe ich ein ganz anderes Farbspektrum, als wenn ich da aufmache und auf die Tür ziele. Ist doch egal, Hauptsache er wird rot. Ja, aber es ist komisch. Trotzdem, ich bin sehr zufrieden mit dir. Wer schmatzt hier so still von Nacht und Wind? Es ist der Ronny, der ist gerade in deinem Nacken. Der ist gerade ein Kind. Der ist gerade ein Kind, genau. Oh, er produziert noch. Er hat erst 600 von den 10.000 produziert. Mann, das dauert aber hier. Mann. Du, wir haben aber so viele Konstruktoren. Ich verwende immer zwei, drei gleichzeitig. Also jetzt haben wir eins, zwei, drei. Drei Konstruktoren. Die kann man ja mehrfach belegen, weil das ist ja Blödsinn, wenn die da
brach liegen, ne? Ja, ja, das stimmt. Ich mach das auch gerade. Gelle. Auf die Schnelle. Jetzt schauen wir der Raumschiff an. Ja, Lea färbt es noch. Oh, das ist grün. Neongrün. Wie neongrün. Das sieht schon geil aus mit dem weißen Spoiler da hinten. Ja, ne? Das dachte ich mir. Das ist rot. Na, der weiße Streifen, der ist cool. Der muss so bleiben. Durchs ganze Raumschiff. Ja, das war auch meine Designidee dahinter. Ja. Sieht das bei dir wirklich neongrün aus? Ja. Na, das ist rot-weiß. Boah, bist du gemein. Boah, bist du gemein, Max. Was? Ja, der spinnt doch gerade so mit der Farbe. Da kannst du ja nicht einfach sagen, so ein ist neongrün. Boah, ich hab's ihm aber auch voll geglaubt, ey. Ja, schön. Bis ins Nachschauen kommen. Nee, ich bin gekommen, um einfach mal zu gucken, wie es jetzt ausschaut. Dass es nicht grün war, das war mir schon klar. Ich bin ja gegangen, als er angefangen hat zu färben.